So Leute, wunderschönen guten Morgen aus Los Angeles. Herzlich willkommen zu meinem zweiten LA-Vlog. Heute ja, ist unser Hollywood-Tag. Wir gehen jetzt erst frühstücken, dann geht's ab zum Walk of Fame. Wir fahren zu In-N-Out, Mittagessen, In-N-Out Burger. Wir ja, fahren danach zum Hollywood-Zeichen hoch und gucken uns das ein bisschen aus der Nähe an. Und dann der krönende Abschluss heute Abend ist das Stadtderby Lakers gegen Clippers. Ich bin echt mal gespannt, wie die Stimmung in der Arena sein wird, ob es eine Lakers-Arena sein wird, ob es eine Clippers-Arena sein wird. Da nehme ich euch dann mit. Da dürfen wir vor dem Spiel auch aufs Parkett runter. Also auch richtig geil, dass wir den alles in dem Vlog auch sehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Feedback wie immer gerne unten in die Kommentare. Und ja, let's go. So Leute, wir sind jetzt beim International House of Pancakes. Und natürlich essen wir alle drei Pancakes. All you can eat für $5,99. Also, ich weiß nicht, wie sich das für die rechnet, aber an mir werden sie da heute keinen Gewinn machen. Genau, danach geht es weiter nach Hollywood, zum Hollywood Boulevard, zum Walk of Fame, zu In-N-Out Burger, zum Hollywood Sign. Und dann nehme ich euch natürlich auch alle wieder mit. Wir sind jetzt hier gerade in Malibu, genauer gesagt in Zuma Beach. Und es gibt hier einen geheimen Strand. Ja, war eine kleine Klettertour, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier sind so wenig Leute, hier ist es deutlich windgeschützter. Traumhaftes Wetter, traumhafter Tag,
traumhafter Spot. Life is good. So, wir sind jetzt in El Matador. Hier sind mehrere Fotoshootings. Und hier bleiben wir jetzt bis zum Sonnenuntergang. Einer meiner Favorite Spots, der geilste Beach, an dem ich hier war. So Leute, gebt euch mal diesen Sonnenuntergang in El Matador Beach. Einer meiner absoluten Lieblingsspots hier in L.A. Mein Lieblingsstrand. So, und jetzt geht's noch ins Steak-Restaurant. Und das wird ein gelungener Abschluss eines richtig, richtig geilen Tags. Aber hier ist jeder Tag geil. Danke. Yes, sir. Oh, let's go with something. Can we hold it right here? Yeah. To do the best crab for I know. Okay. Thank you. Thank you very much. So Leute, wir sind jetzt wieder im Hotel zurück. Wir waren gerade im Steak-Restaurant. Ich habe das beste Steak gegessen, was ich je in meinem Leben hatte. Wir waren im Brazilian Steakhouse, All You Can Eat. War zwar relativ teuer, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und super große Auswahl. Die hatten 16 verschiedene Fleischsorten und sind halt immer an den Tisch reingekommen und haben das da abgeschnitten, wenn du was haben wolltest. Also es war nicht nur lecker, sondern halt auch die Experience war halt komplett geil. Ansonsten wieder ein mega geiler Tag gewesen. Den krankesten Sonnenuntergang in Malibu gesehen. Einfach einen sehr, sehr entspannten Tag gehabt. Ohne dass heute Abend mal ein Basketballspiel war. Und morgen sind wir dann ja auch wieder bei den Lakers gegen Knicks. Mal sehen, wie das wird. Genau, ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. War jetzt ein bisschen anders als der allererste. Ein bisschen weniger Basketball und ein bisschen mehr Lifestyle. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ja, gerne Like und Abo dalassen, Glocke aktivieren, gebt mir gerne Feedback. Ich weiß, ich habe gerade erst mit den Vlogs angefangen, das muss auch noch lange nicht alles perfekt sein. Ich bin dafür jede konstruktive Kritik für alles super, super dankbar. Von daher gerne in die Kommentare schreiben, schreibt mir gerne auf Instagram, auf Twitter, wie ihr wollt. Genau, na dann, haut rein und bis zum nächsten Vlog.